Paris ist das Paradies der Street Artists. Sprayer und Künstler aus aller Welt verewigen sich, alle im 13. Bezirk am Stadtrand. Denn nur hier erlauben Ladenbesitzer den Artists, ihre Wände nach Herzenslust zu besprühen. Natürlich nach vorheriger Absprache. Eine von ihnen ist Lala, Künstlername Lala Sidko. Das Markenzeichen des verrücktesten Sprayer Girls der Stadt? Die sogenannten Bubble Boys, die man mittlerweile in ganz Paris finden kann. Seht ihr das hier? Ich kam eines Nachts vorbei und es war alles voller Efeu gewachsen, bis auf ein kleines Loch. Da habe ich dann einfach meinen Bubble Boy reingesprayt. Die Leute, die hier wohnen, fanden es so gut, dass sie das Efeu drumherum weggeschnitten haben. Und mein Bubble Boy, der ist immer noch da. Ist das nicht toll? Lala hat von den Besitzern des Hauses hier die Erlaubnis bekommen, die Wand anzusprayen. Schon seit ihrer Kindheit ist sie vernarrt in alles Asiatische. Deswegen soll hier heute auch ein überdimensionales Winkelkätzchen an die Wand kommen. Ihre Leidenschaft fürs Zeichnen hat Lala bereits in ihren Pariser Kinderschuhen entdeckt. Ich will meine Charaktere so bekannt machen, dass ich auch irgendwann mein eigenes Merchandising verkaufen kann. Lala soll auf Wänden und T-Shirts sein. Immerhin hat sie sich schon bis hierher durchgeboxt. Ihren Job als Grafikdesignerin hat sie längst geschmissen, denn Lala bekommt regelmäßig auch bezahlte Aufträge. So kann sie im teuren Paris überleben. Apropos Durchboxen, die meisten Sprayer hier sind männlich. Ob es da wohl Reibungspunkte gibt mit der 25-Jährigen? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Die Jungs sind alle überfreundlich zu mir. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich einfach besser bin als sie. Die können mir nicht das Wasser reichen. Wir machen erstmal einen Abstecher ins Viertel Saint-Germain. Und das ist vor allem für sein Rotlichtmilieu bekannt. Ein Deutscher, der hier sein neues Zuhause gefunden hat. Und zwar im 6. Stock ist er. Christian Mamoun, 28, seines Zeichens Fotograf aus Berlin. Also ich habe eine kleine Serie, wo ich Leute, die hier hochkommen und die haben, sie haben 6. Stock, weil halt alle immer so und können nicht mehr reden und brauchen erstmal so eine Minute, bis sie ankommen, so weißt du. Und dann fotografiere ich sie gerne. Das ist eine kleine Serie, die ich gerade produziere. Der Berliner lebt seit 10 Jahren in Paris. Und er hat es geschafft, in der super exklusiven Pariser Modeszene als Fotograf Fuß zu fassen. Damit verdient Christian genug, um hier für die teuren Pariser Verhältnisse gut zu leben. Heute fotografiert er für sein Projekt Chez Toi. Auf Deutsch heißt das so viel wie bei dir zu Hause. Fotografiert werden die verrücktesten Pariser in ihren Wohnungen. Ja, und hier sind wir in der Faubourg Saint-Denis. Hier gibt es Kebabs, Nutten und Bars. Was macht ja Paris aus, dass du diese wahnsinnig vielen verschiedenen Kulturen hast, die hier alle auf kleinstem Raum zusammenleben. Ne? Apropos Zusammenleben, wie kommt man denn als Deutscher eigentlich so zurecht mit der französischen Mentalität? Also in Frankreich ist das erste Mal da war. Ja, und man lädt dich zu so einem Abendessen ein, dann bist du halt immer der einzige Deutsche, der so punkt da ist. Ne? Und ist einfach noch nichts vorbereitet. Und die gucken dich so an, so, was willst du hier? Und alle anderen kommen dann so 30 Minuten zu später, eine Stunde später. Also die Ersten auf den Partys sind immer die Deutschen. Vor 10 Jahren ist Christian mit dem Traum vom dauerhaften Leben in Paris ausgewandert. Mit gerade mal 500 Euro in der Tasche. Bereut hat er das bis heute nicht. Doch die Stadt der Liebe hat leider auch eine dunkle Seite. Es ist der 13. November 2015, als das hektische Leben der Pariser einen dunklen Riss bekommt. Bewaffnete Terroristen verüben mehrere Anschläge zeitgleich in Paris. 90 Menschen verlieren an diesem Tag ihr Leben hier im Bataclan-Nachtclub. Weitere 40 sterben bei anderen Anschlagszielen. Es ist einer der schrecklichsten Tage in der Pariser Geschichte. Eine Gedenktafel erinnert an die Toten, darunter auch Jamila Hood, Ehefrau und Mutter einer damals 8-jährigen Tochter. Jamila verliert hier im La Belle Equipe ihr Leben in den Armen ihres Ehemannes Gregory. Er ist der Besitzer des Cafés. Die gemeinsame Tochter zieht er heute alleine groß.
Wir treffen den Überlebenden in einem seiner drei Cafés. Meine Tochter Tess ist der Grund, warum ich mich nach dieser furchtbaren Tragödie wieder zurück ins Leben gekämpft habe. Mein kleines Mädchen hat seine Mutter in meinem Lokal verloren. Da war sie 8 Jahre alt. Ich musste nach Hause gehen und meinem Kind erzählen, dass seine Mutter nie wiederkommen wird. Aber das ist nichts im Vergleich zu den Menschen, die diese Terrasse vor dem Label Equipe nie wieder verlassen haben. Menschen, die zusammen mit ihren Kindern gestorben sind. So schrecklich das auch klingt, in meinem Unglück hatte ich zumindest das kleine Glück, zu meinem Kind nach Hause gehen zu können. Dieses Glück hatten andere nicht. Ich kann weiterhin für meine Tochter da sein. Das gibt mir die Kraft, immer weiterzumachen. 20 Menschen verlieren in dieser Nacht im Label Equipe ihr Leben. Gregorys Ehefrau stirbt in seinen Armen hier auf der Terrasse seines Lokals. Ein schreckliches Trauma, das Gregory in seinem Buch Une Belle Equipe verarbeitet. Am Tag, als meine Tochter und ich ihre Mutter beerdigten, habe ich angefangen zu schreiben. Ich habe alles aufgeschrieben, wie in einem Tagebuch, jedes Detail. Nach einer Weile habe ich gemerkt, dass mir das Schreiben hilft, diese Nacht zu verarbeiten. Es war wie eine Therapie für mich. Ich habe dann einen Monat lang nonstop geschrieben. Und es ist Gregorys Tochter Tess, die ihn dazu ermutigt, das vom Anschlag zerstörte Lokal Label Equipe schon nach kurzer Zeit wieder zu eröffnen. Tess möchte damit das Andenken an ihre Mutter wahren, die hier so tragisch ums Leben kam. Als ich das erste Mal nach dem Anschlag zurückgekehrt bin, war das Lokal zerstört, aber überall waren Blumen und Briefe abgelegt. Es war keine Spur von Hass, nur Worte der Liebe. Da war mir klar, dass ich das Café wieder eröffnen muss. Wir können die Terroristen nicht gewinnen lassen, im Gegenteil. Dieser Ort muss wieder lebendig werden. Nach 4 Monaten eröffnet das Café wieder. Und Gregory hat seitdem sogar noch 2 weitere Cafés eröffnet. Es ist seine Art, dem Terror die Stirn zu bieten. Ich habe jede Menge neue Projekte am Laufen, vielleicht sogar zu viele. Das, was ich schon habe, will ich auf jeden Fall weiterführen. Und ich bin zwar gerade Single, aber ich habe noch den einen großen Traum. Ich möchte unbedingt noch mal Vater werden. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, möchte ich noch ein Baby. Ich bin eben ein Träumer. Du musst ein Träumer sein. Das ist essentiell fürs Leben. Und morgen Fotograf Christian bei seinem Projekt Chez Toi. Zu Hause bei Alice im Wunderland. Paris Madness bei TAF.